Beim neuen Waffenrecht steht viel mehr auf dem Spiel als nur das Waffenrecht. Es geht um die Mitgliedschaft bei Schengen-Dublin. Dank Schengen-Dublin haben wir einen ungehinderten Warenfluss und die Sicherheit, die wir in der Schweiz brauchen. Darum bin ich überzeugt, dass das eine gute Sache ist und ich stimme ja am 19. Mai.